Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht's mal hoch hinaus in die Luft, denn wir wollen heute mal über die Gartenplanung für die kommende Saison sprechen und ich zeige euch mal, wie dieser Garten angefangen ist. Ich stelle ihn euch aus allen Ecken, die man so hier ja, sehen kann, vor und wir werden jetzt einfach mal mit der Drohne hochfliegen und uns diesen ganzen Garten von oben anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, los geht's! Gartenplanung, dann über den Aufbau von unserem Garten und einfach mal einen Gartenrundgang aus der Luft. Ja, um die drei Themen soll es heute gehen. Wir fliegen hier mal hoch hinaus und ich erzähle euch dabei einfach ein bisschen, wie wir den Garten jetzt über ein Jahr angelegt haben, was wir dann in der nächsten Zeit auch vorhaben, was wir für Planung haben. Und bleibt auf jeden Fall dran, denn ich werde euch einige Tipps geben von Streuobstwiese bis Gewächshaus bis Gemüsebeet und Hochbeete. Zu allem werde ich euch jetzt mal unsere Erfahrung aus dem ersten Jahr geben, denn wir sind jetzt heute ziemlich genau einem Jahr in diesem neuen Garten und da haben wir schon so einiges angelegt und da möchte ich euch natürlich von meinen Erfahrungen profitieren lassen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an und die ersten Resultate, die ich in diesem Jahr gemacht habe, ist natürlich mit der Hitze. Es war natürlich auch ein sehr blödes erstes Jahr, denn wir hatten es so trocken wie noch nie. Da waren die Startbedingungen dann natürlich auch ein bisschen erschwert. Kleine Unterbrechung hier mal eben. Rechts sieht man übrigens unseren Gemüsestand. Viele fragen immer, wo ist der eigentlich? Links seht ihr unseren Garten und rechts neben dem Eingang vom Fachmarkt, da findet ihr unseren braunes kleines Häuschen und da bieten wir unser Gemüse gegen eine kleine Spende an. Also falls ihr aus Lingen kommt, kommt gerne mal vorbei und holt euch dort unser Gemüse. Jetzt gehen wir allerdings bald in den Winterschlaf. Und wenn wir uns dann hier mal von oben die Streuobstwiese anschauen und auch die Wiese allgemein, die Trockenheit, die war in diesem Jahr wirklich das größte Problem. Jetzt wenn wir hier mal links rüber fliegen, dort sollte nämlich eigentlich der Wein wachsen. Wein haben wir gedacht, gut, da am Zaun, da ist mega viel Platz, da kann der Wein sehr weit nach links und rechts ranken. Genauso die Kiwis, die links, die haben schon keine Blätter mehr. Denn wir haben hier zwei Probleme, geradeaus einmal den Baum, der Ahorn, der nimmt wirklich super viel Wasser weg. Und dann haben wir leider auch noch die große weiße Hauswand, die extrem viel Licht und Wärme wieder abgibt. Und davor ist es wirklich super warm, musste sogar die Feige vorweg, weil einfach alles vertrocknet ist. Links haben wir jetzt einen Staketenzaun gemacht zum zusätzlichen Schutz vor den Hasen. Wir haben ja auch die Obstbäume, wie ihr sehen könnt, einzeln eingewickelt mit so einem Fraßschutz. Aber wir wollen halt einfach so wenig Tiere wie möglich in der Streuobstwiese haben. Denn es kommen auch immer wieder Hasen rein, die dann leider ein wenig an der Rinde und an den Obstbäumen knabbern. Unser Gartenhaus, das ist jetzt mittlerweile auch fertig. Wir haben da sehr viel dran gemacht. Da ist jetzt Dachpappe ein Jahr drauf, die ist jetzt so ein bisschen, die ist immer besandet, die ist jetzt so ein bisschen abgesandet, sieht man ja oben in der Mitte besonders. Das Felix Hobbygarten-Schild ist da dran und wir haben davor schon ein kleines Beet angelegt mit Hortensien, Gräsern, mit Solarlampen und auch ja, mit Zitronenthymian, da soll aber noch mehr folgen, da kommt auch nochmal ein Video zu. Was ihr gerade gesehen habt, ist unser Wassermesser, der hängt am Staketenzaun und das war letztendlich jetzt das erste Bild oder die erste Aufnahme, die wir vom Garten gemacht haben. Ihr habt gesehen, alles war grün und jetzt springen wir gleich mal in den Februar. Ende Februar ist diese Aufnahme entstanden. Die Bäume im Hintergrund alle noch kahl. Beet und um Folientunnel und Gewächshaus rum wurde alles frisch gefräst. Und das war so unser Einstieg in die Gartensaison. Da war nicht noch alles gut. Dahinter seht ihr auch den Bach. Der ist noch voll befüllt mit Wasser. Alles war hier in Ordnung. Keine Probleme mit Trockenheit und irgendwelchen ja, Hitze- und Dürreproblemen. Rechts den Staketenzauner, den haben wir mittlerweile abgebaut. Das ist der, der jetzt vorne in der Streuobstwiese steht. Und die 16 Hochbeete, die stehen auch noch so da. Aber jetzt kommen wir erstmal so ein bisschen zu unserer Planung. Wir sind eigentlich angefangen mit dem Prinzip, dass wir rechts so unsere Gemüsebeetecke haben und die Gewächshäuser. Links die Streuobstwiese, rechts die Hochbeete. Oben rechts in der Ecke haben wir unseren Kompost, Düngervorrat, Wasserfass. Und da sind wir eigentlich mit der Aufteilung auch immer noch sehr zufrieden. Was uns ein bisschen ärgert, das Gewächshaus da oben, das was aus Glas ist, das steht sehr nah an der Hausmauer. Ist natürlich auch noch ein Glasgewächshaus, also da wird es im Sommer schon sehr warm. Ich glaube, die Tomaten hatten wirklich zu 50% Sonnenbrand. Man sieht das hier jetzt nochmal oben links an der Hausmauer, da wo das Glasgewächshaus steht. Super viel Licht, was im Frühjahr echt super cool ist, weil wir hatten im April und im Mai trotz Frösten immer 20 Grad tagsüber im Gewächshaus und so konnten wir unsere Jungpflanzen natürlich komplett dort vorziehen. Ja, jetzt sind wir wieder im September angekommen
Und ihr seht hier diese Wallhecke, die so einmal unseren Garten entlang ziert. Die ist ungefähr 3 bis 4 Meter breit aus verschiedensten Gehölzen. Wir haben da so wilde Pappel und sowas mit drin. Die ist auf jeden Fall recht dicht. Und jetzt fliegen wir an den Gewächshäusern mal aus Nahem vorbei. Da seht ihr hier in der Mitte, da waren die Wassermelonen und die Paprikas drin. Die Wassermelonen sind das Einzige, was aus den Gewächshäusern schon raus ist. Wir können ja auch mal einmal drüber fliegen. Hier sieht man quasi unser Glasgewächshaus von oben mit den Tomaten. Die Tomatenhaken sieht man da drin hängen. Das ist ungefähr so 3 mal 5 Meter lang. Dann haben wir hier den 3,7 mal 9 Meter langen Folientunnel. Dieses Jahr eine frische Folie draufgekommen und Melonen, Chilis, Paprikas, alles sehr erfolgreich drin gewachsen. Hier ist mal beim Sturm das Dachfenster leider aus dem Gewächshaus geflogen. Ja, da konnten wir nichts machen, aber da wachsen die Physalis dann auch sehr schön, aber auch sehr wild drin. Und das Wetter ist optimal für ein paar Drohnenaufnahmen, deswegen zeige ich euch jetzt mal hier unsere Kompostecke. Rechts der Pferdemist, der ablagert für den Frühjahr. Dann direkt dahinter so das grobe Gestrüpp, das ganze Wassermelonengehölz ist da jetzt. Und jetzt sehen wir es hinten im Bild. Da wird so eine neue Kompostecke angelegt und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Kompost anlegen wird auch nochmal ein separates Video zukommen. 400 Quadratmeter haben wir ungefähr Gemüsegartenfläche. Ich werde euch hier nochmal ein Bild zu einblenden zu den genauen Maßen. Dann rechts die 16 Hochbeete, wo wir auch so ein paar Probleme hatten, leider mit den Wühlmäusen. Aber wir planen fürs nächste Jahr dann auch ein wenig mit Kompost aufzufüllen und vielleicht noch ein Wühlmausgitter einzubauen. Ja, und da melde ich mich noch einmal von zwischendurch. Wie gefällt euch mein Garten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr meine Pläne für die kommende Saison findet. Und schreibt auch gerne Verbesserungsvorschläge hier mal rein, was ich hier in diesem Jahr oder aus diesem Garten noch alles machen kann. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das dann nicht verpassen wollt, dann gerne unter diesem Video kostenlos den YouTube-Kanal abonnieren. Denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir aus diesem Garten. Während ich über alle meine Gartenprobleme und Gartenerfolge rede, könnt ihr gerne mir mal euren größten Erfolg und eure größte Niederlage oder euren größten Misserfolg in diesem Jahr, ja, nennen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, was bei den anderen Gärten so los war. Bei uns hat auf jeden Fall die Trockenheit und die Hitze zum einen zu Mega-Erfolgen geführt, bei Melone, Paprika, Chilis, alles super gewachsen, aber eben auch zu den Nachteilen mit dem Sonnenbrand und dem, ja, einfach Vertrocknen der Pflanzen. Trockenheit war sowohl dies Jahr ein Erfolg als auch ein Misserfolg. Hier sieht man, in dem Bach sind mittlerweile auch einige, ja, Pflanzen gewachsen, irgendwelche Wasserpflanzen. Und wir haben hier den Bach direkt hinterm Garten. Das ist optimal, denn da in der Mitte kann man so ein bisschen durchgehen und sich hier an diesen schönen Ort, ja, stellen, setzen, links raus. Schöne Landwirtschaft, ein richtig schönes Feld. Da ist jetzt gerade Gründünger drauf, das blüht dann natürlich auch. Ja, bald sehr schön. Und links ist die B213 und die geradeaus war die B70. Wir sind ja hier in Lingen und das ist jetzt nochmal die andere Richtung vom Bach. Und da schauen wir jetzt nochmal ein bisschen in die Stadtmitte rein nach Lingen. Fliegen wir einmal die Hochbeete entlang. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, wir werden die mit Kompost auffüllen und vielleicht so ein Wühlmausschutzgitter einsetzen. Mit dem Standort sind wir allerdings sehr zufrieden, denn ihr seht, die Sonne kommt gerade so ein bisschen von hinten über die Bäume hinweg oder über die Sträucher da hinten hinweg. Da in der Mitte, da liegt übrigens sehr viel abgedeckt. Das sind unsere ganzen Anzuchttöpfe. Wir machen hier mal einen Jungpflanzverkauf für den guten Zweck. Das heißt, wir haben ungefähr 3000 Töpfe und 50 Anzuchtplatten. Die müssen ja auch irgendwo lagern. Und da seht ihr auch noch ein Fußballtor. Wir haben noch Staketenzaun über, also so einiges. Und die Hochbeete stehen aber da recht gut, weil die haben die Sonne morgens von vorne, abends und ja auch am Nachmittag, wo es ziemlich warm ist, dann von hinten. Das ist eigentlich so ein optimaler Standpunkt. Aktuell haben wir Gründünger auf den Beetflächen, was wir beim Beet vorhaben. Das ist wirklich der Hammer und ich hoffe, das klappt. Ich werde euch das jetzt aber mal genau vorstellen, wie ich mir mein Gemüsebeet 2023 vorstelle. So, und vielleicht als kleine Videofrequenz noch zwischendurch. Das ist übrigens hier vom Standpunkt der Gartenhütte mein Rundumblick. Hier das Firmengebäude, dann da die Streuobstwiese. Hier haben wir unsere Gartenhütte, hier die Gewächshäuser, dahinter das Beet und dahinter ist dann der Bach, den ich euch gerade gezeigt habe. Also, wie gesagt, aktuell wächst hier noch Salat und Gründünger. Es wächst noch sehr viel auf diesem Gemüsebeet drauf. Das soll auch erstmal bis zum Frühjahr so bleiben. Dann wird das Ganze eingepflügt, sodass wir unser Gemüsebeet
komplett mit schwarzer Erde habe. Hier steht sogar noch eine Hirse drin. Aber im Frühjahr, da soll das dann alles sehr kahl sein. Und jetzt gehen wir gerade leider nochmal weg hier von dem Gemüsebeet. Aber ich werde euch mal ein Bild einblenden, wie ich mir das in etwa vorstelle. Nächstes Jahr mein Gemüsebeet. Hier ist das Bild. Und ich möchte wirklich auf so ein System umsteigen. Das heißt, jetzt seht ihr es hier von oben. Ich möchte in etwa 30 bis 50 Raised Bed Beete haben. Das heißt, diese erhöhten Beete, das sind einfach Palettenrahmen und ich finde, das macht optisch so viel her. Ihr seht das ja hier auf diesem Bild, was ich euch einblende. Und das ist so unser größtes Ziel für den Gemüsegarten. Da können wir das dann mit Kompost auffüllen und allem. Ja, und ich hoffe, euch hat dieser kleine Gartenrundflug gefallen, denn ihr seht hier auf jeden Fall schon wieder meinen Landeanflug. Es war jetzt kein gekonntes Manöver. Aber es hat dann doch ganz gut geklappt mit der Landung. Und ja, hier seht ihr mich, wie ich geflogen bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ich bin wieder gelandet und das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr jetzt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Das ist wichtig, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr mein nächstes Video anschauen. Da geht's ja um Wintergemüse oder mal schauen, was ich euch hier sonst noch in die Endcard packe. Da könnt ihr auf jeden Fall weitere Videos von mir ansehen. Und jetzt bis demnächst und ciao.